Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Haus Sicherheitstechnik Hurtus. Heute mal in locker flockischer Atmosphäre und wir wollen euch heute mal etwas um das Thema Alarmanlagen erzählen. Ihr seid vielleicht auf der Suche nach einer Alarmanlage und es gibt ja auf dem Markt Massen an Angeboten. Es gibt von Fachhändlern, es gibt aus Baumärkten, es gibt aus dem Internet, überall steht Alarmanlage drauf. Und deswegen wollten wir jetzt auch kein Video machen, wo wir Produkte miteinander vergleichen, weil da wird man nicht fertig werden und wir würden euch total langweilen, sondern ich habe mir mal 9 Punkte aufgeschrieben, die ihr bei einem Kauf von einer Alarmanlage berücksichtigen könnt. Grundsätzlich sind die Punkte, die ich mir hier rausgesucht habe, so meine, nach denen ich Alarmanlagen konzipiere, wo ich das mit dem Kunden so durchgehe. Das ist nicht Gesetz. Das soll für euch nur eine Unterstützung sein und ich bin mir sicher, mit den Punkten und ich sage jetzt mal euren Sachen, die ihr dann noch ansetzt, die für euch wichtig sind, werdet ihr das richtige Produkt finden. Ich lese als erstes mal diese 9 Punkte vor und dann werde ich noch mal im Anschluss was dazu sagen. Als allererstes das Thema Alarmverfolgung. Außenhautüberwachung. Bildübertragung. Rolling Code. Zwei-Wege-Übertragung. Frequenzen. Aufschaltbarkeit. Und das letzte, KfW-Förderung. Das sind so die Punkte, die man so grob sagen kann. Was habe ich mit dem Punkt Alarmverfolgung gemeint? Grundsätzlich, bevor ihr euch eine Einbruchmeldeanlage, eine Videotechnik oder irgendwas kaufen müsst, müsst ihr euch überlegen und kein anderer, wer wird diesem Alarm nachgehen? Wer wird derjenige sein, der hinfährt, 24 Stunden, 365 Tage? Wer wird das sein? Seid ihr das? Ist das euer Kumpel, euer Bruder, der Frau, der Nachbar? Diese Sätze, die wir zu tausend hören, ja, mein Kumpel, der Hundlein nebenan. Bitte geht davon aus, Einbrüche passieren meist unvorangekündigt. Und deswegen ist der Alarmplan, also wer ist wann für das Haus oder das Grundstück, das Büro oder sonstiges da, wer ist dafür da und wann ist er dafür da, schon eine der wichtigsten Punkte. Weil was nützt euch die beste Alarmanlage für 200 Euro? Wenn die piepst und schallt und es kommt eine SMS und keiner kann es umsetzen. Denn eins wollen wir mit einer Einbruchmeldeanlage definitiv erreichen, das ist dem Täter Zeit zu nehmen. Den Einbruch an sich, ja, eventuell könnte man verhindern, komme ich noch dazu, aber bei einer normalen Einbruchmeldeanlage kann ich nur noch durch Zeit reagieren. Aber der Täter weiß auch, er hat locker 3, 4, 5 Minuten, bis meistens jemand kommt. Außenhautüberwachung. Wir sitzen hier so schön da. Ihr seht hier, deswegen habe ich das Video auch draußen gemacht. Die meisten Täter tun sich auf einem Grundstück zwischen 8 und 14 Minuten lang bewegen, bevor sie sich entschließen, zum Beispiel eine Terrassentür aufzubrechen. Und diese Zeit wird zu 98% bei allen Einbruchmeldeanlagen verschenkt. Weil erst wenn er an der Terrassentür ist und aufhebelt, also den Schaden schon gemacht hat, dann kommt das Ereignis und wird gemeldet. Dann ist es auch so, bei solchen Objekten müsst ihr meistens eine gewisse Zwangsläufigkeit haben. Das heißt, wenn ihr eine Einbruchmeldetechnik habt und habt keine Außenhautüberwachung, dann müssen alle Fenster zu sein. Aber jetzt gibt es ja auch mal Zeiten, wo man sagt, jetzt möchte ich das gerne mal aufhaben, das Objekt, möchte aber trotzdem eine Überwachung haben. Dann geht das mit einer normalen Einbruchmeldeanlage so nicht. Deswegen Thema Außenhautüberwachung. Es gibt Alarmanlagen, da kann ich sogenannte kabellose Außenmelder, die auch geschützt sind, also oder ja, eine IP-Klasse haben, kann ich außen verbauen. Der Täter läuft mir aufs Grundstück, ich habe den schon im Visier, kriege die Meldung, ich kriege die Meldung dann schon entweder aufs Telefon oder eine Notrufleitstelle. Was eine Notrufleitstelle ist, da komme ich am Punkt 8 nochmal dazu, beim Thema Aufschaltbarkeit. Das knüpft so ein bisschen an den Punkt 1 an, wer annimmt die Alarmverfolgung. Und mit diesen Außenmeldern, die man dann eben hat, kann man dann schon gezielt jemanden tatsächlich ansprechen oder dann manuell erst den Alarm auslösen. So ist der Fehlalarm, ob das ein Tier oder sonst was ist, ganz klar kann man dadurch minimieren. Das heißt, die heulen nicht sofort los, nur weil eine Bewegung stattfindet. Ihr seht jetzt auch, es ist ein bisschen Wind, würde jeder Bewegungsmelder, denke ich mal, irgendwann darauf reagieren. Bildübertragung. Ich hatte schon angesprochen, auch normale Bewegungsmelder in einem Gebäude können ein Bild übertragen. Das bedeutet im Klartext, wenn ich einen Alarm sehe oder einen Alarm aufs Telefon reinbekomme, bleibt man mal da zum Beispiel dabei, dass ihr eine Alarmanlage habt, die auch eine App-Anbindung hat, dann sehe ich das Ereignis.
Und das ist auch ein kabelloser Melder. Ihr seht das hier. Batterielaufzeit so zwischen 2 und 3 Jahren. Schraube ich mir irgendwo hin, mache ich keinen großen Dreck. Aber ich sehe etwas. Denn wenn ich einen Alarm bekomme, dann überlege ich mir schon, was ist jetzt? Wie muss ich reagieren? Habe ich das Bild dazu, kann ich ganz anders abschätzen. Von daher ist für mich das Thema Alarmverifizierung unheimlich interessant. Ob das Außenmelder betrifft oder Innenmelder, lieber ein paar von oder ein, zwei von den Meldern mehr verbaut, als wie ständig alles mit diesen Kontakten zuzukleistern an Fenstern und Türen, was sowieso nicht so allzu schön aussieht. Aber ich habe ein Bild. Die Kontakte an den Türen haben natürlich den Vorteil, dass ich sehe, ob eine Tür verschlossen ist oder nicht. Das ist ganz klar. Rolling Code. Was ist das? Dieser wechselnde Code der Alarmanlage, zum Beispiel beim Fernbedienung, scharf oder unscharf schalten, gab es, glaube ich, vor kurzem eine Plus-Minus-Sendung. Und diese Plus-Minus-Sendung hatte sich darauf bezogen, dass man eben den Code der Alarmanlage abfangen konnte, wiederverwenden konnte und hat die Alarmanlage damit deaktiviert. Ganz einfacher Trick, ist nicht neu, geht bei Rolling Code-System eben nicht. Zwei Wege. Der Melder kommuniziert mit der Alarmanlage. Und die Alarmanlage auch mit dem Melder. Bei Einwege ist es so, die Alarmanlage schickt ein Signal an den Melder, du bist jetzt scharf und dann war es das. Dann kommt aber keine Information vom Melder zurück zur Alarmanlage. Der Melder möchte aber gerne der Alarmanlage was sagen. Meine Batterie wird leer, der möchte gerne was sagen. Ich bin gar nicht mehr, ich bin sabotiert worden oder irgendwas. Es kommt keine Kommunikation zurück. Und wenn ihr ein Zwei-Wege-System habt, meistens auch Two-Way genannt, dann kommen Informationen immer hin und her. Und die arbeiten auch batteriesparender, weil wenn der das Signal bekommt, du wirst nicht mehr gebraucht, dann wird auch die Batterieleistung hier etwas runtergefahren, was der normale Einwege, der immer meldet, es ist Alarm, es ist Alarm, es ist Alarm und die Alarmanlage sagt, hey, entspann dich, alles ganz gut, das kommt ja nicht an bei dem Melder. Von daher, Zwei-Wege-System auch nicht schlecht, denn denkt bitte auch an einen Punkt immer mit, wenn man schon mal gebaut hat und dann eine Alarmanlage irgendwo einbaut, will man keinen Dreck haben, dann wird man zu batteriebetriebenen Meldern greifen. Und dann ist das Thema Wartungskosten und Batterien natürlich auch nicht so ganz aus der Welt. Und ob ich jetzt hier nur 20 Batterien tausche oder in 4 oder 5 Bewegungsmelder mal die Batterie, das ist schon ein kleiner Unterschied und man ist halt schneller fertig. Es gibt Alarmanlagen, das ist die Frequenz, auf der wir vorhin als Punkt 6, glaube ich schon, ist die Frequenz. Und da solltet ihr einfach bitte schauen, das ist ganz kurz gesagt, dass die Alarmanlage auf 868 MHz arbeitet. Alles andere vergesst, muss man so sagen. App habe ich, glaube ich, vorhin, wie ich es gesagt habe, ich habe es auch vergessen. App ist ein Thema, dass also die Alarmanlage von unterwegs aus per App sehen kann, ausschalten kann, scharf schalten kann und so weiter und so fort. Bitte daran denken, dass das Telefon dann auch immer eine gewisse Sicherheitsbarriere braucht, dass euch die Alarmanlage keiner abschaltet. Aber grundsätzlich ist es ganz wichtig, wenn ihr am Flughafen steht mit der Freundin zusammen, werde nur die Alarmanlage angemacht und dann geht die Gestreiterei los. Na, ich denke du, nee, ich nicht und so weiter. Und schon haben wir wieder ein Problem und das können wir einfach mit einer ganz normalen kleinen App bewirken. Und da bin ich auch so ein bisschen beim Thema Alarmwege. Wenn ihr euch eine Alarmanlage kauft, solltet ihr mindestens den Weg SIM-Karte haben und LAN. Also es müssen zwei Wege geben, wie das Alarmsignal zu euch kommt. Und da bin ich auch schon beim vorletzten Punkt, das ist die Aufschaltbarkeit. Und da hatte ich euch am Anfang mal was gesagt von der Notrufleitstelle. Es ist also grundsätzlich ist es gar nicht so teuer, wie man sich vorstellt, dass Notrufleitstellen sich um eure Geschichte kümmert. Jetzt muss ich erstmal kurz auf meinen Piepser drücken. Der hat nämlich jetzt hier kurz ausgelöst, ist aber nicht für mich. Aber dass jetzt hier keiner die ganze Zeit reinquatscht, mache ich den mal kurz aus. Ja, Ausschaltbarkeit, Notrufleitstelle, das heißt im Klartext, es kümmert sich jemand 365 Tage, 24 Stunden um eure Alarmanlage. Und wenn ihr nicht könnt, leiten die Maßnahmen ein. Die kommen nicht vor, die schicken auch keinen Wachdienst. Aber die können zum Beispiel im Fall eines Brandes oder im Fall eines Einbruchs sehr gezielt die Polizei schicken. Und dann handelt es sich um einen verifizierten Alarm. Und dann reagiert die Polizei, sofern sie kann. Und das haben wir in der Regel bis jetzt immer sehr positiv erlebt, reagiert sehr schnell. Bei verifizierten Einbrüchen hatten wir meistens immer so Zeiten tatsächlich schon zwischen 4 und 10 Minuten, wo auch schon Polizei vor Ort war und das auch nicht nur mit einem Auto. Und in dem Bereich der Alarmanlagen gibt es dann tatsächlich auch Täterzugriffe, die dann zum Erfolg geführt haben. Weil der Täter doch gedacht hat, naja, ein paar Minuten habe ich, wer soll hier kommen. Aufschaltbarkeit, ganz wichtiger Punkt. Entweder seid ihr die Notrufleitstelle oder ihr engagiert einen. Es gibt ja durchaus auch Berufszweige und dafür muss man sich im Klaren sein. Das war der Punkt Alarmverfolgung. Wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel irgendwo bin, in der Küche oder im Schwimmbad, habe das Handy gar nicht mit.
Was nützt mir das, wenn die Alarmmeldung ich 4 oder 5 Stunden später im Spind lese? Das ist Quatsch. Deswegen drüber nachdenken und ansprechen. Und der letzte Punkt ist so ein kleiner Bonuspunkt. Ist die Alarmanlage KfW-förderbar? Es gibt Alarmanlagen, die einen gewissen Grad haben, die eine gewisse Zertifizierung haben. Und da bekommt ihr von der KfW 20% zurück, sofern die Alarmanlage entsprechend auch fachkompetent verbaut worden ist. Das ist so ein kleiner Bonus, den kann man mitbringen. Aber daraus seht ihr also schon, auch die KfW hat sich darüber Gedanken gemacht, was eine Alarmanlage können muss oder was sie für einen Qualitätsstandard haben. Und daran seht ihr, die tun auch nicht alles fördern. Und das sollte euch sozusagen im letzten Punkt zum Nachdenken anregen. Wer glaubt, dass das Leben mit einer Alarmanlage so funktioniert wie vorher, der irrt. Das ist genauso, wenn ich meinen Hund anschaue, weil ich sage, ich habe einen Wachhund, den muss ich auch füttern und die Alarmanlage muss ich auch füttern. Und die muss ich mich auch kümmern. Batterien gucken, gibt es Störungen und so weiter und so fort. Es ist immer mal irgendwas. Nicht, dass es nicht geht, aber meine Batterie und sonstiges. Von daher ist es auch gut, und das ist mein persönlicher Tipp, wenn ihr einen persönlichen Ansprechpartner habt. Wenn mal irgendwas ist, dass ihr sagen könnt, Mensch, warum geht denn das jetzt nicht? Und bei unseren Anlagen, die wir mit den Kunden aufschalten, egal wo die in die Welt hingehen, haben wir mit dem Kunden abgesprochen einen Online-Zugriff. Wir können drauf gucken, wir können nicht scharf, wir können nicht unscharf schalten, wir können auch nicht die Kamerabilder sehen, aber wir können zumindest Protokolle sehen und können dann sagen, hier ist das und das muss getan werden, damit es wieder funktioniert. Da hilft manchmal ein Ansprechpartner weiter, da bin ich mir sicher. Und es ist nicht schlimmer in meinen Augen, als wenn man heutzutage irgendwo viel Geld für eine Technik ausgegeben hat und hasst die Technik am Ende, weil ständig irgendwas ist und keiner hilft einem weiter. Dann nützt einem die beste Technik ist. Von daher ist ein Ansprechpartner, denke ich, vor Ort immer noch mal ein guter Zusatzpunkt, den ihr irgendwo mit abprüfen könnt und gerade beim Thema Alarmanlage. Das soll es gewesen sein. Wie ihr seht, ich habe euch kein wirkliches Produkt präsentieren können. Wer Interesse hat, ich schreibe unten drunter die Punkte nochmal auf, aber wer Interesse hat, wir können da gerne nochmal über, und ihr könnt uns anrufen, wir können euch nochmal beraten, sagen, wo die Reise hingeht. Und oftmals ist es auch so, dass natürlich die Alarmanlagen vom Facharbeiter mehr kosten, als die zum Beispiel aus dem Baumarkt, ohne dem Baumarkt da jetzt Unrecht tun zu wollen. Aber all das, was ich euch jetzt gerade vorlesen kann, das gibt es nicht für 100 oder 200 Euro, das muss euch auch klar sein. Trotzdem kann es sein, dass ihr die Alarmanlage für 100 oder 200 Euro kauft, weil ihr sagt, für meine Gartenlaube reicht mir das aus. Dann ist das okay. Ihr müsst es immer im Verhältnis sehen zu dem, was ich erreichen und absichern will. Es ist ein Unterschied, ob ich eine kleine Gartenlaube habe, oder es ist ein Unterschied, ob ich ein Wohnhaus habe, eine Praxis oder sonstiges, wo vielleicht auch gewisse Wertgegenstände oder Versicherungspunkte dahinter stehen. Das muss man schon ins Gesamtkalkül ziehen. Mehr will ich euch gar nicht aufhalten, der Wind nimmt auch zu hier draußen. Ich sage an dem Punkt danke fürs Zuschauen. Ich freue mich immer über Kommentare, ich freue mich immer übers Abonnieren. Dann weiß ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn euch Themen interessiert, schreibt sie drunter. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, sagt uns einfach Bescheid. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.